hat die 1 Million Abos geknackt, ja man kann es kaum glauben. Er ist der Beste, den ich kenn. Für alle anderen lebt es hängen. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu What's Up. Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. YouTube News mit Mr. Trashpack. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt What's Up. Unser lieber Simon, aka Ungespielt, hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Und zwar hat er nun auch endlich die 1 Million Abos geknackt. Damit ist Simon der 17. Kanal in Deutschland, der über 1 Million Subs hat. Der gute Herr Ungespielt hat ein Special dazu rausgebracht und dieses läuft unglaublich gut. 2 Jahre ist dein Channel nun da. 2 Jahre keine Trennung, die naht. Und wenn du mich fragst, könnte das ewig gehen. Seh dich täglich tief in deinem Leben stehen. Du bist ein Vorbild und ein Star für uns. Nach nur einem Tag hat das Video über 500.000 Views und über 100.000 Likes. Das ist ziemlich krass. Simon, von mir herzlichen Glückwunsch. Du hast es dir verdient und dafür gibt es ganz klar den Win der Woche. YouTube hat eine neue grandiose Funktion veröffentlicht. Und zwar ist es nun möglich, animierte Banner zu erstellen. Ihr könnt also einen GIF-Banner erstellen, diesen auf YouTube hochladen und auf einmal habt ihr einen animierten Kanal. In einigen Foren habe ich gelesen, dass dieses Feature von Google aber schon wieder entfernt worden ist. Deswegen muss ich zugeben, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob dieses Feature noch aktuell ist oder tatsächlich entfernt worden ist. Wenn ihr da genaueres wisst, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Meiner Meinung nach ist ein animierter Kanalbanner aber ganz klar ein Schritt nach vorne und eine richtig coole Idee. Wenn es dieses Feature also noch geben sollte, Leute, nutzt es. Das ist eine einmalige Möglichkeit, euren Kanal noch viel individueller zu gestalten. Ich habe euch noch ein paar Tutorial-Videos zu diesem Thema unten in die Videobeschreibung gepackt. Vor einigen Monaten hat ja das Gerücht die Runde gemacht, dass YouTube Twitch kaufen möchte. Und nun haben Brancheninsider davon berichtet, dass der Deal tatsächlich unter Dach und Fach sein soll. Für angeblich 1 Milliarde US-Dollar hat YouTube Twitch gekauft. Eine offizielle Bestätigung von YouTube oder Twitch gibt es derzeit zwar noch nicht, allerdings berichten immer mehr Seiten darüber. Für Let's Player könnte diese Übernahme auf jeden Fall viele Vorteile mit sich bringen. Allein schon, wenn es irgendwie Cross-Promo geben würde zwischen Twitch und YouTube. YouTube kauft Twitch. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Comments. Nicht mehr lange müssen wir warten, dann ist auch schon wieder der Video Day 2014. Am 15. und 16. August ist es soweit, in der Lanxess Arena in Köln wird mal wieder YouTube-Party gemacht. Ihr habt die Möglichkeit, eure Stars zu treffen, mit ihnen Fotos zu machen, euch Autogramme zu holen und die grandiose Bühnenschau zu verfolgen. Wer noch kein Ticket hat, sollte jetzt zuschlagen. Link dazu ganz klar unten in der Videobeschreibung. Ich werde natürlich auch da sein und wenn ihr Bock habt, mit mir zu labern, dann sprecht mich einfach an. Die Five Brothers sind mit ihren Reaction-Videos unglaublich erfolgreich. So erfolgreich, dass sie nur für diese Videos einen eigenen Kanal aufgemacht haben. Und dieser hat in nur 5 Tagen 1 Million Abos gemacht. Mittlerweile hat der Kanal über 1,3 Millionen Abonnenten und in nur 2 Wochen hat er über 5 Millionen Views gemacht. An ganzen 5 Tagen die Woche sollen nun Videos auf dem Kanal erscheinen und zwar von den bekannten Formaten. I want like a whole production. Auf jeden Fall eine unglaublich spannende Sache. Wer es noch nicht kennt, zieht es euch rein. Link zum Kanal unten in der Videobeschreibung. Der Kanal The Mansion läuft ja gar nicht mal schlecht und man sieht richtig, dass Gronkh und Sarrazin richtig Spaß haben beim Mitwirken. Nun wurde bekannt, dass eine Zusammenarbeit mit einem großen amerikanischen Let's Play Channel ansteht. Und zwar mit Smosh Games. Alright guys, today we're gonna be playing some Battle Mode on Mario Kart Wii. Zusammen mit den Leuten von Smosh Games werden also Gronky Bonky und Sarrazin spielen. Die Videos erscheinen auf dem The Mansion Kanal und bei Smosh Games. Und bereits heute soll es losgehen. Wir können also echt gespannt sein. So Freunde, und jetzt ist es wieder soweit. Hier kommt der Kanal der Woche. Hi, mein Name ist Shirin von The Neon Blog. Und seitdem ich nicht mehr studiere und auch nicht mehr mein Praktikum mache, wohne ich wieder zu Hause bei meinen Eltern. Und was für Vor- und Nachteile es da so gibt, mit den Eltern wieder unter einem Dach zu leben, das erzähle ich euch hier in diesem Video. Jetzt kommt was und ich hoffe sehr, meine Mutter schaut dieses Video nicht. Da weiß ich nicht, ob ich das zu den Vor- oder Nachteilen packen soll. Und zwar geht es um Essen. Das war's mit What's Up von diesem Mal. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Däumelein nach hoch, abonniert mich, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns sonst am Mittwoch wieder. Ich freue mich drauf zu Trash Web. Und jetzt, hier Trash Web.
Da kommt ihr zu meinem Zweitkanal Einfach Phil, da habe ich ein neues Video hochgeladen mit der guten Mrs. Vlog. Da wird die Frage geklärt, ob sie gerade am Heiraten ist oder nicht. Ja, guckt es euch einfach an. Ist sehr cool und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin habt ihr eine grandiose Zeit auf YouTube. Genießt euer Leben und so ein Shit. Wir sehen uns bis dahin. Peace and out.